Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Kryptoanarchist. Wir schon einmal rein, Leute. XRP heute bei 1,12 $, also soweit auf jeden Fall wieder ein bisschen runtergegangen und der ganze Markt hier. Wir haben bei Bitcoin auch die 50.000 nicht durchbrochen. Wir sehen gerade hier 48.000, ne, also wieder quasi rejected von den 50.000. Aus meiner Sicht nur eine Frage der Zeit, bis wir wieder rüberkommen, aber vorerst gibt es hier auf jeden Fall so ein paar gute Optionen, um noch ein bisschen Cash zu machen. Bevor wir in das Video reinstarten, Leute, bitte vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Ihr wisst, für euch eine Sekunde Aufwand, aber ihr helft mir insgesamt sehr viel zu wachsen auf YouTube. Von daher vielen, vielen Dank dafür. Dafür schauen wir auch einmal rein. Der Digital Asset Investor schreibt heute. Der Digital Asset Investor schreibt, die SEC Ripple Anhörung ist morgen. Hinman sagte dem Gericht, seine Rede sei seine persönliche Meinung. Was ist aber, wenn wir herausfinden, dass der Inhalt der Rede mitgeteilt wurde, das heißt also bereits im Voraus schon veröffentlicht wurde, ne? Coinbase, wer hat wiederum Ethereum Classic gelistet? Brett Garlinghouse, ne? 26.06.2018, ne? Also da hat er entsprechend auf der CB Insight eine kleine Rede und ein kleines Interview geführt, ne? Und das war halt wenige Tage nach der Rede. Da schauen wir mal kurz rein in den Clip. Two days before the Hinman speech, Coinbase announced they're going to list Ethereum Classic. I think they're moving forward with those things. Also passt auf jeden Fall zusammen, meiner Meinung nach. Dann geht's auch weiter hier von Humble Peasant. Humble Peasant 69 schreibt hier: Ironischerweise zitiert Gary Gensler selbst im Juli 2018 in einer Rede von dem Kongress Hinmans Rede als die offizielle Ansicht der SEC, ne? Obwohl er ja vorher gesagt hat, das wäre so nur seine Meinung gewesen. Er lehrte Mitstudenten dasselbe. Einigermaßen klar, sehr klar. Hier also einmal die entsprechenden Zitate. Und daraus sehen wir auf jeden Fall, ne, die können sich nicht entscheiden, ja, wie letztendlich die ganzen Sachen zusammenhängen. Ne? Ist es jetzt seine persönliche Meinung? Steht die ganze SEC dahinter? Müsste die ganze SEC dahinter stehen? Kann man das als Beweis in irgendeiner Form anführen? Alles sehr, sehr kontrovers da an der Stelle. Dann geht es auch weiter von Enigma. Er sagt hier, 29. August schon wieder, pinke Farben, separierte Punkte. Vielleicht war das, was ich gestern, also am 29. gesagt habe, auf den 28. bezogen. Es könnte also eine Verschiebung geben in diesem Countdown. Also hat Bearable Guy das Image am 28. geändert. 3 Punkte weniger als normal. Also hier Bearable Guy, auch für die Newcomer hier, ne? Berühmt auf jeden Fall für die Rätsel und entsprechend ändert er auch immer seinen Profilbanner. Als nächstes habe ich noch einmal von CoinGecko, der Seite, die Erklärung zwischen dem, also der Unterschied zwischen XRP, dem XRP Ledger, Ripple und dem Ripple Network quasi rausgesucht, ne? Weil wir das auch in den letzten Folgen schon bereits angesprochen hatten und es dann hier nochmal so ein bisschen klarer wird, auch für vielleicht Neueinsteiger, die das ganze System noch nicht so durchblicken, weil sie einfach noch nicht so lange dabei sind. Und entsprechend ist es hier, ne? XRP ist der Token, also XRP ist ja, die Abkürzung von dem Coin, die quasi genutzt wird, ne? Und das ist der Coin, der native Coin, der auf dem XRP Ledger verschoben wird, ne? Dann ist der XRP Ledger das Spielfeld, könnte man sagen. Es ist auf jeden Fall das Ökosystem dahinter. Es ist der ganze Playground, wenn man so möchte, ne? Also im Endeffekt die gesamte Umgebung. Dann Ripple, ne, ehemals Ripple Labs, ist die Firma hinter dem Ripple Network. Und das Ripple Network ist das Netzwerk aus den ganzen Dienstleistern und Zahlungen quasi, die auf den XRP Ledger draufgesetzt werden. Also XRP und der Coin, ne, im Endeffekt, also XRP Ledger und der Coin sind das Werkzeug, sage ich mal, ne, und Ripple und das Ripple Netzwerk sind ist die Firma, die das Ganze dann entsprechend so anbietet. Von daher gut, dass wir das auch nochmal klären konnten, damit da auch etwaige Unstimmigkeiten oder vielleicht auch so ein bisschen ja, Unklarheit quasi jetzt so ein bisschen einmal entgegengewirkt wurde. Dann geht's weiter vom Crypto Globe und sie schreiben hier: Liebter Kryptoanalyst ist bullish auf XRP und sagt eine enorme Preisexplosion voraus. Der Gastgeber der beliebten Krypto-Trading-Show, Altcoin Daily, ist optimistisch in Bezug auf XRP und sagt voraus, dass die Münze am Rande einer riesigen Preisexplosion stehe.
Also müsste eigentlich stehe heißen, ne, wegen indirekter Rede, aber die haben es hier falsch geschrieben. In einem kürzlich veröffentlichten YouTube-Update listete Aaron Arnold, Berater des Altcoin Daily, seine Vorhersagen für Altcoins auf, die im Begriff sind zu explodieren. In naher Zukunft große Preisbewegungen aufweisen werden, etc. Der Gastgeber hob XRP als Kryptowährung hervor, welche gerade am Rande eines Ausbruchs stehe. Genau, und das ist auf jeden Fall interessant. Wir haben hier einmal noch eine kleine Chart-Analyse. Zack, hier immer die ganzen Böden und dann hier hoch. Das ist jetzt der Chart im Vergleich von XRP zu Bitcoin, also XRP-Bitcoin-Handelspaar. Aber da entsprechend, so ein Anstieg wäre natürlich sehr, sehr stark. Dann geht es weiter von Bitcoin Fear and Greed Index. Um das kurz zu erklären, der Fear and Greed Index spiegelt immer so ein bisschen die Kauf- und Verkaufmentalität des gesamten Marktes gerade wieder. Das heißt, wenn also gerade sehr viele Leute verkaufen, dann ist theoretisch hier Fear, dann hat man hier eher die Nadel nach links, und wenn ganz viele Leute gerade kaufen und Lust haben, Bitcoin einzukaufen, dann ist es hier entsprechend auf Greed, und auf diesem Hufeisen oder auf dem Tacho entscheidet sich dann entsprechend hier, wie ausgeprägt oder wie stark das Ganze ist, welche Intensität. Und es ist auf jeden Fall immer ein sehr guter Indikator, aber man muss einfach sagen, nicht so wie diese Leute das hier gedacht haben, also nicht jetzt so, oh ja, sollte man kaufen, sondern man sollte eben genau das Gegenteil tun. Wenn extreme Angst gerade im Markt vorherrscht, also hier gerade 4 ist, so vor allem so in diesem Bereich hier, dann ist eigentlich immer die beste Option nachzukaufen. Wenn man jetzt nicht davon ausgeht, dass der Markt generell crasht und einfach nie wieder, wenn Krypto einfach aufhört zu existieren, dann sollte man natürlich alles verkaufen, ist klar. Aber wenn ihr zumindest so wie ich long-term noch bullish seid auf Krypto und denkt, dass wir auch gerade erst am Anfang stehen, und dass in den nächsten 5, 6, 7 Jahren noch deutlich krasser werden wird, mit den ganzen Währungen und Innovationen, die da rauskommen, dann ist es aus meiner Sicht immer eine gute Sache gewesen, hier in diesem Bereich zu kaufen, während man dann immer ganz gut verkaufen kann, wenn die anderen Leute halt gierig werden. Das ist immer be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. Nicht die Masse macht den Ton hier, weil das... Ihr wisst, 99% der Anleger verlieren Geld beim Traden. Kann man sich ja fragen, warum das so ist und ob das vielleicht diese 99% sind, die da entsprechend nicht ganz so schlau handeln. Aber weiter geht's noch von XRP Crypto Cubic, und er schreibt hier: Lass uns mal ausrechnen, wie viel XRP erreichen muss, um die ganzen Nostrovostro-Accounts abzudecken. Also wir haben 27 Trillion geteilt durch den aktuellen Supply von XRP, 46 Milliarden. Beziehungsweise im amerikanischen halt Billion, also 580 Dollars. Man könnte sagen, das wäre ziemlich nah an 589, XRP 589. Auch eine Zahl, die in dem Space immer wieder rumschwebt. Dann jetzt noch weiter von Sankoff. Er schreibt hier: Wenn XRP gerelistet wird, dann wird es abgehen, als gäbe es kein Morgen. 3 bis 5 Dollar easy. Und wenn es dann sogar noch krasser geht, nach der ganzen SEC-Klage geht es dann hoch auf 10 Dollar. Meine Meinung. Schreibt Zenkov auf jeden Fall hier seine kleine Einschätzung dazu. Dann geht es noch weiter von PRX. Er schreibt hier: Es ist Zeit für ein Urteil, Regulation, Gerechtigkeit. Was denkt ihr? Hier Mr. Pool, neue Mr. Pool Drops, die Waage im Ungleichgewicht und nochmal die Waage so als recht simples Symbol dargestellt. Dann geht es noch weiter vom XRP CryptoWolf. Er sagt hier: Ripple Partner Standard Charter Bank wird eine Blockchain Trading Plattform, also eine Finance Plattform, launchen. Im Sinne von, so Decentralized Finance mäßig stelle ich mir das vor, nur halt, es ist halt viel zentralisiert. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr heute mit dabei wart, und ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen um 18 Uhr wieder bei frischen neuen XRP News. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.